Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see. Moin Leute, warum bin ich hier, um euch abzufacken? Heute mit einem neuen Tabak-Review. Heute stelle ich euch mal Copy Smoke vor. Da gab es mal eine Sorte von. Und das ist Bum Bum Eis. Ja, was versteht man unter Bum Bum Eis? Bum Bum Eis sollte jeder kennen aus der Kindheit, von damals immer Standard gewesen. Leckerstes Eis, was es so gibt. Ja, Bum Bum Eis, nach was schmeckt Bum Bum Eis? Bum Bum Eis schmeckt nach Himbeere und hat so eine Kaugummi-Masse um das Eis rum. Ja, und danach soll der Tabak halt schmecken. Und ja, also ich kann ja mal riechen, wie der was da vom Geruch her sagt. Ja, da riechst du auf jeden Fall klar diese Himbeernote raus. Und dieses, ja, dieses typische, wenn du einen Tabak kaufst, diese Eisnote halt. Und es riecht auf jeden Fall nach diesem Eis, wenn du da dieses Eis aufmachst und daran riechst, dann riecht das halt wie das Eis, würde ich jetzt mal sagen. Ja, den Schnitt und so blende ich euch ein, weil, ja, ich weiß nicht, ob ihr das gerade in der Kamera seht. Auf jeden Fall ist der Tabak schon gut leer geraucht. Also nichts mehr drin, ist komplett leer. Dann zeige ich euch mal den Kaufbau und den Schnitt, den blende ich euch jetzt ein. Setup ist heute mit meiner Amy Edelstahlpfeife und den Amy mit der Amy Smokebox und dem passenden Kopf dazu. 3 Tom Kokocha Goldkohlen und ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ich zeige euch jetzt mal die Rauchentwicklung und sage dann dazu, wie er für mich schmeckt und ob das wirklich so nach dem Eis schmeckt. Ja, wie ihr seht, die Rauchentwicklung ist Bombe. Also der Kopf ist jetzt ungefähr seit einer halben Stunde an. Und ja, wie ihr gerade gesehen habt, der Rauch ist auf jeden Fall da. Auf jeden Fall richtig gute Rauchentwicklung. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Geschmack. Ja, es schmeckt auf jeden Fall nach dem Eis. Nicht so ganz genau wie das Eis. Es ist nicht so ganz gut, so gut getroffen, wie das Eis halt schmeckt. Aber die Himbeernote steht auf jeden Fall im Vordergrund. Und nicht, also der Tabak schmeckt nicht nach dem Inneren von dem Eis, sondern nach dieser Masse, die da rum ist, diese Kaugummi-Masse oder eher dieses Kaubonbon-Masse, die da rum schmeckt, also die da um das Eis rum ist. Also so schmeckt der auf jeden Fall. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Der Tabak kostet 16,90 Euro. Ich würde jetzt sagen, Kaufempfehlung geht auf jeden Fall raus. Mir hat der Tabak unnormal gut geschmeckt. Der war, nach einer Woche war der auch komplett alle. Ja, also was, ja, dazu kann ich eigentlich gar nicht so mehr sagen. Ich finde den Tabak Bombe. Also wenn ihr wollt, ich würde ihn mir kaufen. Wenn ihr 16,90 Euro ist ja normal Standardpreis, also kann man eigentlich auch nicht meckern. Der Schnitt ist halt auch, ja, also Copy Smoke werbt halt damit, dass sie nur das Beste von dem Tabak nehmen und nur das beste Aroma verwenden. Und bis jetzt immer, wenn ich Copy Smoke habe, war eigentlich immer ein Top-Tabak. Also kann ich nie was, also konnte ich nichts gegen sagen, bis jetzt egal welchen ich geraucht habe. Ja, und ich hoffe, dass ich habe euch weitergeholfen. Ich wollte es mal heute kurz und knapp halten. Ja, und gut, haut rein.